Morgen geht's gegen den großen HSV. Ich freue mich und ich hoffe, ihr auch. Es gibt nur ein Problem. Ich habe keine Ahnung, welches Trikot ich anziehen werde. Ich sage euch jetzt mal die Auswahl. Aber ich glaube, ich ziehe morgen das Aufstiegstrikot an. Ich bin ultra gespannt, aber das Ergebnis werdet ihr morgen sehen. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen und dann auf ein gutes Spiel. Ich freue mich, ich hoffe, ihr auch. Bis morgen. Ich muss mich mal doch noch melden. Was war das für ein Spiel? Bayern gegen Leverkusen. 2:2. Dann macht Leverkusen noch in der allerletzten Sekunde das 2:2. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Die SV Elversberg gegen den HSV. Heute kommt der Tabellenführer, der HSV, zu uns an die Kaiserlinde. Der Tabellen-16. gegen den Tabellenführer aus Hamburg. Also ich bin schon vorbereitet. Ich hoffe, ihr auch. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Stadion und wir sehen uns. So, angekommen in Neunkirchen. Da hinten wartet schon der Bus und ich bin gespannt. Heute spielt noch Schalke gegen Magdeburg. Das wird auch spannend. Zum Stadion. Let's go. Willkommen im schönsten Stadion des Saarlandes. Let's go. Ihr könnt ja euer Tipp mal unten hinschreiben. Also, ja, ich hoffe nicht, dass wir allzu hoch verlieren. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ein Wunder. Aber mal gucken. Das Gute ist, Lukas Schnellbacher ist wieder dabei in der Startelf. Aber so leicht kann es gehen. Vor allem bei Robert Glatzel. Dieser ist einfach eiskalt vor dem Tor. Nein! Nein! Okay, es ist offiziell. Das Tor zählt nicht. Zum Glück. Aber mal gucken. Das ist Barbarias. Das darf nicht passieren! Genau das
darf nicht passieren. Was für ein geiler Konter. Haben wir so eine Möglichkeit auch bekommen wieder? Nein! Ich hab das 1:0 nicht aufgenommen! Oh mein Gott! Nein! 1:0! 1:0 für uns! Ich hab's nicht aufgenommen! Aber ich werde es mir in der Wiederholung angucken, wie das Tor gefallen ist. Das war doch niemals Ecke! Momentan machen wir es gut. Wir hatten gut dagegen. Also, Respekt. Okay, man merkt jetzt schon, ich bin emotional. Also, nicht wundern. Okay, 1:1. Aber komm, weiter, immer weiter. Videobeweis! Bitte, das Tor muss nicht zählen! Bitte! Bitte! Aber nicht schlecht, oder? Wir machen das sau gut. Das wäre so schön gewesen. 2:0 vor der Pause.
Das wäre so schön. Was war das für eine geile erste Hälfte? Es hätte locker 3-0 stehen können. Oh. Achso, es geht schon gut los in der zweiten Hälfte. Also, ich habe mir es gerade mal angeguckt. Er ist in den Gegner gelaufen. Also, ja. Hamburg.
wunderbar. Der Anschlusstreffer. Sind noch 2 Minuten plus Nachspielzeit. 2-1. Das habe ich irgendwie an, dass es 2-2 ausgeht. Thank you.